Willkommen zum Abschlussvideo der Redaktion zur Winter Season 2019. Mein Name ist Cube und in diesem Video präsentieren euch diverse Redakteure ihren persönlichen Lieblingsanime der abgelaufenen Season. Viel Spaß! Phänomenale Anmoderation. Mehr oder weniger. Eigentlich ist sie doch recht kurz ausgefallen, aber egal. In diesem Video geht es nicht um kurze Anmoderation, sondern um die besten Animes der Winterseason 2019. Und fangen wir zugleich mit einer lang erwarteten Adaption an, die es ziemlich in sich hat. Nämlich The Promised Neverland vom Studio Clarworks. The Promised Neverland ist ein Anime, welcher mit seiner Kehrtwende am Ende der ersten Episode zwar Gagogarashi im Prinzip stark ähnelt, wenn es um die Ernsthaftigkeit geht, aber noch obendrauf einige der besten Szenen der gesamten Winterseason bietet und eine schöne Ladung Kin mit sich bringt. If you know what I mean. Sei es das Fangspiel mit Schwester Krone, während im Hintergrund eine Uhr im Sekundentakt zeigt, wie schnell sie unser kleinen Nachwüchsler fängt, aus Episode 3, oder der Moment, wenn das Geheimnis des Hauses gelüftet wird, aus Episode 1, um nur einige frühe Beispiele zu nennen. Studio Clarworks hat an alles gedacht, um jede wichtige Szene so dramatisch und spannend wie möglich zu gestalten. Dabei dürfen natürlich nicht die dementsprechenden Gesichtsanimationen fehlen, die in diesem Werk mehr als nur gelungen sind. Weg mit statischen Gesichtszügen, die einem das Gefühl geben, generischer Charakter XY denkt gerade an einen Plot von Sword Art Online, und her mit Gesichtsausdrücken, aus denen man allein herauslesen kann, wie ernst die Situation gerade ist. Dass der Ernst der Serie aber noch durch die Synchronsprecherin Maria Ise, auch bekannt als Best Boy Killua aus Hunter x Hunter als Rei, Sumire Morohoshi als Emma und Uchida Maya als Norman nun noch stärker untermauert wird und sie einen phänomenalen Job machen, muss ich jetzt nicht wirklich noch erwähnen, oder? Aber bei all dem Lob gibt es leider auch ein paar Kleinigkeiten, die mich während der Serie gestört haben. Und damit meine ich die absichtlich so geschnittenen Szenen, die extra keine Münder zeigen, damit sie ihr Studio das Animieren derer erspart. Das hätte echt nicht sein müssen. Vor allem, dass so etwas ausgerechnet mir auffällt, zeigt schon, wie auffällig sie es getan haben. Dies hat aber dennoch kein bisschen des Spaßes angekratzt. Liegt wahrscheinlich an der Kombination von dramatischen Kamerafahrten, Szenen, die mir im Jahr 2018 einfach gefehlt haben, dem Color Grading, welches die Stimmung der Serie nun noch mehr verstärkt, und den gut geschriebenen, animierten und synchronisierten Charakteren. Wenn mich also jemand fragt, hey, was ist dein Lieblingsanime der Winterseason 2019 IT, dann kann ich nicht anders als mit The Promised Neverland antworten. Vom versprochenen Nimmerland bewegen wir uns nun ins italienische Mafia-Milieu und zu meinen Favoriten der diesjährigen Winterseason. Mit JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind liefert David Production den fünften Ableger des Kult-Franchise. Auch Part 5 fährt in gewohnter JoJo-Manier fort. Skurrile Figuren, kuriose Kämpfe, popkulturelle Referenzen und die unvergleichliche Optik machen JoJo zu einem brillanten, gleichsam zeitgeistigen wie auch zeitlosen Werk. Selbst wenn Golden Wind unverkennbar JoJo ist, ist es ebenso einzigartig. Die Handlung spielt dort, wo der Amaretto fließt und ist dabei mehr Cosa Nostra als Dolce Vita. Dennoch wird die mediterrane Umgebung Italiens stimmungsvoll in Szene gesetzt. Ob an den malerischen Mittelmeerhäfen oder in den engen Gassen der verwinkelten Städte. Das Setting wird authentisch rübergebracht und das Publikum erfährt eine Begegnung der italienischen Art. Die selbst eher konventionelle Erzählstruktur etabliert bereits zu Beginn, ähnlich wie im ersten und dritten Part, einen Antagonisten, der von Giorno Giovanna und seiner Entourage verfolgt wird, um ihm das Handwerk zu legen. Im Verlauf der Handlung werden die Teenage-Mafiosi permanent von Clan-Mitgliedern angegriffen, was zu spannungsgeladenen Kämpfen zwischen Stand-Usern führt. Stands, eine Art physisch gewordene Projektion der mentalen Stärke, sind die übernatürlichen Kräfte des JoJo-Universums und tragen die Namen von weltberühmten Interpreten, Bands und Alben. Im Gegensatz zu klassischen Shonen-Anime werden die Stands nicht stärker, sondern verbleiben interessanterweise auf demselben Power-Level. Es gilt nicht, die Feinde lediglich durch Stärke zu übertrumpfen. Vielmehr findet der Anime stets kreative Wege, die Kämpfe zu inszenieren, sodass die wildesten Strategien in den Mittelpunkt gerückt werden. Vor allem aber besticht JoJo in dieser Season durch seine vielfältigen und ausgefallenen Stand-Konzepte.
So beispielsweise der Hochgeschwindigkeitsüberalterungsstand The Grateful Dead oder der genmutierte Homunkuli herstellende Computerstand Babyface. Klingt weird, ist es auch. In seiner visuellen Gestaltung brilliert der Anime durch fantastisch umgesetzte Actionsequenzen, ausdrucksstarken Close-Ups sowie der flüssigen Integration komplexer Character-Designs. Insbesondere letztere sind eine wahre Augenweide, denn nun hat sich Jojo endgültig von den Muskelmännern der 80er verabschiedet und setzt auf extravagante, nahezu androgyne Figuren, die maßgeblich zum Charme der Show beitragen. Gepaart mit extremen Color-Shifts, welche Umschläge in der Atmosphäre hervorragend einfangen, wird Golden Wind zu einem 5-Sterne-Gourmet-Augenschmaus. Und, oh ja, die Musik. Durch smoothen Jazz, rhythmische Hip-Hop-Beats oder auch imposante Klavierstücke wird das vielschichtige Klangbild ausgezeichnet, welches das Ambiente exzellent zu unterstreichen weiß. Vor allem in den überdramatisierten Momenten, von denen es nicht wenige gibt, verleiht die Musik der Show dieses charakteristische Jojo-Flair. Puh, so. Und mit dem bleibt mir nun nur noch eines zu sagen. Arrivederci. Alright, genug von diesem Jojo-Garbaggio. Jetzt kommt die wahre Hauptattraktion. Hudaing Babies. Ja, richtig. Diese 5-Minuten-Show, die exakt niemand anderes gesehen hat, ist mein Anime of the Season. Ah, ich kann eure Gedanken schon vor mir materialisieren. Oh, what the fuck? Was ist das denn für eine Scheiße? Wie sieht das denn aus? Und zu euch sage ich, ihr seid keine richtigen Anime-Fans, ihr Heuchler. Euch geht's nicht um einzigartige und kreative Animation. Ihr wollt nur hübsches Artwork und geschniegelten Sakuga. Verzieht euch zurück zu euren Disney-Filmen, ihr Poser. Limited Animation ist eine verkannte Kunstform. Einigen Leuten gefällt das zwar ganz und gar nicht, aber andere Leute denken sich, hey, warum machen wir innerhalb dieser Limitation nicht einfach trotzdem richtig abgefahrenen Shit? Hell yeah! Leider geht es Onkel Gainax heutzutage nicht mehr so gut. Doch zum Glück lebt sein Spirit in Studios wie Shaft und Trigger munter weiter. Und dann wäre da noch das dritte Kind, der rechtmäßige Thronfolger Fukushima Gainax. Oder inzwischen nur noch Gaina. Diese Typen haben nicht nur das X, sondern auch jegliche Hemmung fallen lassen, wie Hulaing Babies eindrucksvoll demonstriert. Durch jedes einzelne Körperteil der angehenden Hula Girls fließt mehr Energie als durch den ganzen Körper des durchschnittlichen Isekai-Protagonisten. Und dabei sind deren Zöpfe nicht mal mit dem Rest verbunden. Heck, die Lehrerin ist nicht einmal eingefärbt. Aber seht es euch einfach an! Teilweise weiß ich selbst nicht, was hier genau vor sich geht, aber gerade das ist so genial und erfrischend. Die abstrakte Darstellung erlaubt visuelle Verknüpfungen, auf die man erstmal kommen muss. Da wären Mikus Blumenpompons, die offensichtlich auch als Mega Man-Kanonen dienen, oder Fumis Schleifen, die Mona wie Schmetterlinge mit ihrem Kescher fangen will. Jeder einzelne Aspekt dieser Produktion, seines Farben, Bewegung, Dimension, Vibration, alles dient nicht dazu, möglichst beeindruckend oder realistisch zu wirken, sondern den Emotionen mit all den verfügbaren Mitteln effektiv Ausdruck zu verleihen. In der modernen Anime-Industrie, die ihrem ständigen Feature-Creep oft selbst nicht gerecht wird, ist es unfassbar wichtig zu wissen, wo die eigenen Stärken wirklich liegen. Aber nur 5 Minuten pro Folge. Ja, seht es einfach so, immerhin verschwendet die Serie nicht eure Zeit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es wie ich machen und sie einfach mehrmals gucken. Zumindest bin ich wahrscheinlich der Einzige hier, der das von seiner Show behaupten kann. Jo, Alex, gutes Sakuga ist schon was Feines. Aber dafür die Story komplett zu vernachlässigen, ich weiß ja nicht. Gerade in einer Season, wo man noch beides zusammen haben könnte. Denn der Mob ist zurück und verursacht erneut die Überwässerung von Mundwinkeln weltweit. Die zweite Staffel setzt direkt dort an, wo die erste aufgehört hat und verfrachtet den Mittelschüler mit übermenschlichen Kräften erneut in einen Kampf gegen böse Geister, andere Esper und vor allem seinem eigenen Schicksal, was dieses als vielleicht stärkstes Wesen des Universums auch immer wohl sein mag. Denn obwohl die Adaption aus dem Hause Bones mit der visuellen Gestaltung einen ganz eigenen Catch kreiert, vergisst der Anime zu keinem Zeitpunkt seinen Ursprung als storyfokussierte Genrekritik aus der Feder des Autors One. Ganz explizit kritisiert Mob Psycho 100 das Fantasy- und Action-Genre sowie die Sparte des Shonen-Mangas und Animes für die Nutzung des Konzepts des Schicksals, das so in der Realität ja eigentlich bereits schon vom Konzept der Selbstbestimmung abgelöst wurde.
Trotz bravuröser Umsetzung dieses spezifischen Teils der Genrekritik fiel die erste Staffel leider in die Falle der Hypocrisy. Denn die Entscheidungen von Mob in wichtigen Momenten der Serie sind letztendlich doch primär von anderen Personen beeinflusst, was die vielfältige Message der Selbstbestimmung zugunsten der klaren Bedienung des Konzepts auf die Kritik am spezifischen Plot-Device reduziert. Die zweite Staffel macht das deutlich besser und elevated das gesamte Konzept durch eine glaubhafte Entwicklung von Mob weg vom passiven und hin zum aktiven Protagonisten. Nicht nur, dass so ein Wandel sehr schwer und selten ist, das Character Development ist sogar auf eine geniale Art und Weise in die Genrekritik eingebunden und eröffnet neben tiefen Momenten gegen Ende sogar ganz neue Möglichkeiten der Behandlung diverser Shonen-Tropes. So generiert die Serie beispielsweise durch die Geschehnisse eine valide und intelligente Nutzung des Power of Friendship-Konzepts. Und das ist nur ein kleiner Teil der Genialität im Writing, das mir stellenweise wirklich die Sprache verschlagen hat und zum Besten der vergangenen Jahre gezählt werden kann. Ja, und ihr seht es die ganze Zeit im Hintergrund und man braucht es wohl inzwischen zum Glück nicht mehr erwähnen, aber der ganze Käse sieht auch noch extrem gut aus. Der simple und doch ästhetisch anspruchsvolle Zeichenstil ermöglicht den zahlreichen beteiligten Stars der Key-Animation wie Naoto Uchida, Hakuyo Go oder Kiyoshiro Watanabe erneut eine freie und kreative Entfaltung unter Regisseur Yusuru Tashikawa. Wahrlich ein Fest für die Sinne und somit mein persönlicher Favorite in einer starken Season. Ich muss dir dazu stimmen, Q. Mob Psycho war definitiv ein Fest für die Sinne. Jedoch gab es für mich einen anderen Anime, welchen auch die zweite Staffel von Mob Psycho nicht schlagen konnte. Das war jetzt genug Action für heute, wollen wir doch etwas Romance auf die Liste packen. Das erste Mal, als ich den Plot für Kaguya-sama Love is War gelesen habe, konnte ich mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Zwei Genies versuchen den jeweiligen anderen dazu zu bringen, ihm bzw. ihr dessen Liebe zu gestehen. Aha. Somit ging ich mit geringer Erwartung in die erste Folge hinein und war direkt nach dem Opening hooked. Das Opening ist animationstechnisch einfach beautiful, da kann mir keiner was anderes sagen. Ich meine, schaut es euch doch einfach mal an. Es gibt genug Animes mit einem guten Opening, welche aber am Ende mit nichts anderem als eben diesem Opening beeindrucken konnten. Der Astro Squad. Doch nachdem der Anime inzwischen beendet worden ist, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass dies bei Kaguya-sama nicht zutrifft. Auf den ersten Blick klingt die Story recht schlicht. Jedoch wie dieses an sich ziemlich simple Konzept umgesetzt wird, macht eben diese schlichte Story interessant. So gut wie jede Folge besteht aus drei Teilen und in jedem Teil kommt es zu einem Match zwischen unseren beiden Protagonisten Kaguya und Shirogane. Die beiden versuchen sich gegenseitig mit 300 IQ-Strategien den jeweiligen anderen vom hohen Pferd runterzuschubsen, damit dieser endlich zugibt, dass dieser eine gewisse Affektion dem Gegenüber empfindet. Doch da unsere Protagonisten beide Big Brains sind, kommt ein Konter nach dem anderen. Durch die ganzen Jokes, dem Soundtrack und der Arbeit von A1 Pictures sind diese Matches immer sehr interessant, lustig und schön mit anzusehen. Und trotz des episodischen Aufbaus schaffte es Kaguya-sama Love is War mich jede Folge aufs Neue zu fesseln. Wer outsmartet dieses Mal wen? Wer gewinnt dieses Mal das Match? Und ja, ich habe vorher das Opening gelobt, doch dieses kommt nicht mal annähernd an das zweite Ending aus Folge 3 heran. Ich meine, in das Ending ist vermutlich mehr Arbeit und Budget reingeflossen als für bestimmte andere Animes aus der letzten Season. My Sister, My Writer. Oh, ich glaube, ich werde krank, ey. Wer Romcoms mag, sollte Kaguya-sama Love is War definitiv eine Chance geben. Doch wem die 12 Episoden vom Anime nicht reichen, der kann einfach den Manga lesen. Und das werde ich jetzt tun gehen. Hanabi. Viel offener mit seiner Liebe geht Kyosei Haiji um, der sich vollständig dem Laufbird hingegeben hat. Nach Kuroko no Basuke, Haikyuu und Welcome to the Ballroom gelingt es Production IG, wieder einmal anderen Animationsstudios in Sachen Sportadaption wortwörtlich den Rang abzulaufen. In Run with the Wind machte sich Kyosei Haiji mit einer Gruppe von 9 weiteren Studenten zum Ziel, bei einem der beliebtesten Sportereignisse Japans teilzunehmen, dem Hakone Ekiden. Die über 200 Kilometer, genau genommen 217,9 Kilometer lange Strecke, ist als 10-Mann-Staffel zu absolvieren. Für unser Team Kansai stellt aber bereits die Qualifikation für das eigentliche Rennen die wohl größte Hürde dar. Während die besten Sportler aller Universitäten des Landes versuchen, sich eine Eintrittskarte zu erlaufen, befindet sich in unserem bunt zusammengewürfelten Haufen kein einziger aktiver Leichtathlet.
Nur das neueste und somit zehnte Mitglied namens Kakeru Kurahara erzeugte einen kleinen Hoffnungsschimmer. Mit seinem wunderschönen Laufstil und einer schier grenzenlosen Geschwindigkeit ist er für die anderen der Rücken, dem sie nachrennen, hierbei über ihre Grenzen hinauswachsen und dennoch nie erreichen können. Die schwachen Läufer sind hingegen die vielleicht größte Stärke der Show. Durch das viele und auch bitter nötige Training erlangen die Studenten nicht nur konditionelle und muskuläre Breite, sondern vor allem charakterliche Tiefe. So wird klar, dass jeder der 10 seinen eigenen, ganz persönlichen Grund besitzt, am Hakone Ekiden teilzunehmen. Die Figuren sind nicht nur innerlich sehr gut dargestellt, sondern überzeugen auch durch das erfrischende Charakterdesign. Bis auf das Lauftalent Kurahara, bei dem man denken könnte, Kageyama aus Haikyuu hätte nach der Highschool einfach nochmal den Sport gewechselt. Wie eingangs erwähnt, setzt Production IG die Sportler wunderbar in Szene. Die flüssigen Laufbewegungen in Verbindung mit teils wunderschönen, naturbetonten Szenerien erzeugen das Gefühl, auch rausgehen zu wollen und einfach loszulaufen, was ich natürlich dennoch nie tat. Aber der Gedanke war da und er zählt ja bekanntlich. Untermalt wird das Ganze durch traumhafte Kompositionen des Genies Yuki Hayashi, der unter anderem auch für den My Hero Academia Soundtrack verantwortlich war. Neben ihm kreiert Taichi Mukai mit wunderschönen Opening- und Ending-Songs einen mehr als gelungenen musikalischen Rahmen. Run with the Wind schafft mit dem Hakone Ekiden eine treffende Metapher für die verschiedenen Schwierigkeiten einer Universitätslaufbahn. Manche Studenten schreiten einfacher voran, während andere nur mit viel Einsatz, Fleiß und auch der Hilfe von Freunden ihr persönliches Ziel erreichen. Die Zeit an der Uni ist keinesfalls ein 100-Meter-Sprint, vielmehr gleicht sie einer Langstrecke. Und vielleicht beträgt ihre Distanz genau genommen 217,9 Kilometer. War dein persönlicher Liebling aus der abgeschlossenen Season in der Liste dabei? Schreib es uns in den Kommentaren.